Und seit der Black Tiger gesagt hat, er sprayt, wo er will, hab ich gewusst, ich spray Words, fick euch alle mit Skills. Und die Bilder, die ich male, sprengen den Rahmen. Ich bin kein Hip-Producer, mein Hip-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 
du bist weg vom Fenster. Die Leute haben vergessen, dass du gut rappen kannst. Nachher musste ich halt wirklich dort hingehen und meine Seele aus dem Leib grabbt. Das war sehr intensiv. Das merkt man auch, wenn man das Video schaut. Tick, tick, bang! Amis würden sagen, das ist ein richtig Man. Sie sind von Mixi-Fan. Ich bin mit 9 Schuss im Bett wie 50 Cent. Ja, und so Zeug wird in meinem Kopf dann schon ernster, als es dann schlussendlich auch ist. Aber ich glaube, das macht es auch irgendwie aus. Für mich ist es Pain und wenn ich es nagle, ist es für die Leute geil, ja. Was zeichnet für dich eigentlich die Wackness so aus? Wackness. Eine, wo kein weder Message, Flow, noch geiler Style hat, wo eine scheisse Stimme hat, wo sich nicht bewegen auf der Bühne, wo einfach dumm sich ist. Ja, ich glaube, es gibt schon objektive Kriterien, um Kunst generell bewerten. Weißt du, ich kann schon gar nicht darüber reden. Und es ist ja auch irgendwo interessant, dass es hinsichtlich sehr guter Sachen man sich irgendwo auch erstaunlich einig ist. Also ich glaube, die Kriterien zum objektiven Rapper beurteilen, hat uns der Pretty Steve so allen in seinen Instagram-Stories gezeigt. Und darum kann man einfach hinverweisen und er weiß ganz genau, wie man das macht. Ja, habe nie Dick ridet. Gib einen Fick, Homie, nie fightet. Mach's für meine Fam stolz machen. Schweizer Illu Front Cover Dough machen. Ja, bin der Motherfucking Don Dada. Wichtig ist sicher, dass du ein gewisses Grundtalent mitbringst. Ein gewisses Rhythmusgefühl. Ich sage das immer wieder. Ich glaube, für das bin ich auch so ein bisschen bekannt. Ich finde, ein Rapper muss auch wie ein Rapper aussehen. Er braucht eine gewisse Coolness. Das Auftreten, der Swag. Er muss etwas sagen haben. Und am besten auch noch ein bisschen charismatisch sein. Sehr wichtig, Attitude. Ein Charakter dahinter haben, oder? Eine Aura mitbringen, die die Menschen bewegt. Das Wichtigste ist mir, dass ein Artist keine generische Kopie ist. Für mich kommt das halt auch aus den 90er Jahren. Oder? Wenn du dich einfach an etwas aufgezogen hast und das ein bisschen nachgemacht hast, bist du einfach ein Biter gewesen und dann hast du eigentlich keinen Respekt bekommen, sage ich mal. Was den Text anbelangt, dass er nicht irgendwelche Kabis erzählt, sondern dass er seine Lebensrealität abbildet. Der Inhalt und das Gefühl und die Dringlichkeit. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eben die Form, also die Technik. Ich finde es irgendwie spannend, weil es für mich so eine Herausforderung ist. Aber auch wenn ich andere Rap höre, bin ich von dem beeindruckt. Ich muss sagen, für mich ist es Flow vor Inhalt. So. Wenn einer irgendwie mega etwas Wichtiges zu sagen hat, aber einfach keine geile Stimme und dann keinen geilen Groove, dann catcht es mich irgendwie nicht. So. Nicht nur, wenn es dir mies ist, es den Kopf nimmt. Du hast Nummer, ich meine, wie im Boxring. Du hast Nummer, ich mag kein Lotto 6 sein. Doch ich bin um ein bisschen so, wie es knapp eine messene Zeit. Du weißt, was ich finde. Mir ist jetzt zum Beispiel Textinhalt wichtig, so dass man ein bisschen etwas und dass man nicht 16 Ziele lang sagt, ich bin ein geiler Sieg, so, sondern irgendwie das auch noch ein bisschen künstlerisch anspruchsvoll macht, wenigstens. Aber wenn du spürst, okay, jemand hat das 100% gemeint und so, das kommt irgendwie aus dem Herz, dann habe ich das Gefühl, der ist geil. Das ist fast das oberste Kriterium ist so eine Art Musikalität. Du kannst einen Song hören, wo verschiedene Leute drauf sind. Du so denkst, ja, das ist noch ein cooler Song und der, der gerappt ist, noch cool. Und dann kommt die Person rein und dann bewegst du dich auf einem anderen Planeten. Und dann muss man natürlich auch immer differenzieren, Live- und Studio-Rapper. Du hast ja oft Studio-Rapper, wo es killen im Studio und dann live irgendwie machen und gar nicht mehr nachkommen. Ich finde Live-Skills schon mehr wichtig. Das kann man einen Act richtig versauen, wenn jemand live scheiße ist. Ja, das ist die Tür. Das ist so das Luzerner Konzerthaus. Da haben wir immer uns gewünscht, dass wir die mal füllen können. Und irgendwann haben wir sie dann gefüllt. Jetzt ist Mixi back, Dynamit Flow. Stand up, wer du kühl, Mic check, Peace out. Das Live-Game ist für die Art Rap, die ich mache, sehr wichtig, weil ich muss mit dem Herz dabei sein. Und das ist in diesem Moment glaub, fast wichtiger, als dass es mega gut tönt. Du musst dich halt voll auf die Situation einlassen. Wie ein Boxer vor dem Kampf oder so, stelle ich es mir einmal vor, du musst ready sein. Ich muss zum Beispiel auch immer wieder meine Texte üben, dass ich meine Leistung bringen kann. Und ich will, dass man merkt, dass ich es ernst nehme. Das ist unsere Story, doch wir kennen das Ende nicht. Scheißegal, es kann noch lang, bis ich das Ende sehe. Yeah, 100'000 Wichser ficken in meinem Verstand. Jung, Mini, riesengroß sind da in meinem kleinen Land.
Live ist für mich eigentlich so das Wichtigste, weil dann ist ja unmittelbar, machst du Musik und du hast Publikum. So. Ich setze meine Songs eigentlich jedes Mal, auf jeder neuen Tour setze ich alte Songs wieder um, aber die mache ich dann in einem neuen Gewand. Tönt immer etwas anders. Das Wichtigste an einem Konzert für mich ist eigentlich, dass es wirklich eine Dynamik drin hat, Spannungsbögen, dass etwas passiert, dass es wirklich Bewegung in sich hat. Du bist Clubmann von meinem Land, mit einem Pulsschlag zwischen 0 und 108. Sie gefühlt 100 Jahre, Kurve auf der Auf- und Abbuch, komm kaum voran, komm kaum voran. Die Hip-Hop-Spiele, wenn ich sage Hip, sagst du Hop, das hat mich schon mit 19 Jahren das nicht anschauen. Das war mir immer peinlich. All die Games, all das Zeug hat mich nie interessiert. So. Für mich mussten die Leute nie die Hände in die Luft haben. Ich hasse, wenn Leute gleichzeitig klatschen im Tag. Ich kann es nicht haben. Wenn ich vor 200 Leuten spiele, will ich vor 200 Individuen spielen. Du trägst Herz am rechten Fleck, doch dein Verstand ist irgendwo verloren gegangen auf der A1. Auf der langen grauen A1. Auf der Whatever, besteigen zu bis in den Mount Everest. Gleich Untergrund wie verlaufen in den Everglades. Schächt mir nach und tief drinnen. Hackt die und Brüte um. Wir wissen, Ort zu dir filmen. Unser tägliches Kiss. Raps aus dem Bilderbuch. Stört heute den Helfer auf. Das Leben ohne Träger. Die Bass habe ich eigentlich aufgezogen, oder? Er ist ja jünger als die anderen von der Kleinklasse. Und er war so ein bisschen das Nesthaken, aber sehr talentiert schon von Anfang an. Bei Wurzel 5 vor allem war er am Anfang immer als Support-Act dabei. Das geile Ding mit Thomas und Bass, wirklich habe ich sehr fett gefunden, die zwei. Ja, am Anfang war er halt einfach wirklich so der Vollblut-Rapper. Mit huren geilen Meilensteinen, mit Item und Miss Mädchen, die wirklich mächtig ab sind gegangen. Je länger, je mehr hat er sich vom Rapper zum Künstler entwickelt. Aber er geht einfach seinen Weg. Oder? Und das finde ich super. Das hat mir jetzt auch den Swiss Music Award reingebracht. Ich liebe es, dass er im Kleinklass-Kontext noch richtig der böse Alt kann sein kann. Mit den Hip-Hop-Beats. Und dort finde ich ihn für mich persönlich immer noch am geilsten. Ja, immer andere Musik gehört. Immer. Noch heute. Also, Hip-Hop ist ein Teil von Film. Musik ist Musik. Sie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Sie berührt dich oder sie berührt dich nicht. Sie ist gut gemacht oder sie ist nicht gut gemacht. Und viel redet man so, was ist denn das speziell im Rap? Aber alles funktioniert genau gleich. Schlager funktioniert wie Rap. Es geht um Rhythmus, es geht um Feeling, es geht um richtige Einsätze, um Dynamiken, laut zu werden, zu explodieren, zusammenzubrechen, in ein Loch fallen, wieder angreifen. Das ist für mich Musik. Ich kann nicht sagen, wie viel Talent und wie viel Übung ist. Also ich meine, jeder, der richtig gut rappt, hat Talent. Und dann gibt es halt, ja, gleich harte Arbeiter, Leute, die ich auch erlebt habe, die ich nicht als wirklich talentiert würde einstufen. Und die bringen ganz solide Sachen her. Ich sage viel, dass ich talentiert bin, Talent habe. Mir stimmen da nicht gerne zu. Ich arbeite sehr viel. Ich bin immer dran und will und will und will. Und wegen dem ist es mehr das. Ich würde sagen, Talent ist 10% und 90% ist harte Arbeit. Und mir denkt, Arbeit ist viel, viel wichtiger als Talent. Niemand kann dir die Freiheit nehmen, dass du mehr übst als die anderen. Nach relativ kurzer Zeit kannst du der beste Rapper der Welt werden, wenn du mehr übst als die anderen. Ich will mich jetzt selber nicht irgendwie als super talentiert bezeichnen, sondern einfach als hartnäckig. Ich habe Spass daran und habe es erarbeitet. Durch das haben wir irgendwann dann auch mal Erfolg gehabt und eine gewisse Reichweite. Also ich glaube, die grösste Kunst ist natürlich, dass es so talentiert und unbeschwert wirkt und man nicht merkt, wie viel Arbeit dahinter steckt.
99% sind auf der Talentseite. Und harte Arbeit ist das 1%, das ich noch dazu tue. Also das ist die magische Mischung. Hey, lass Steine schicht, ich weit Brot und Spiel. Flows und Beats vom heißesten Rapper von Schweiz. B-A-Z-E, it's cool fürs Rap-Game. Grüß an meine Finde, suche mich schnell. Hey, tschüss, ist ja himmeltraurig. Der Bass ist jetzt hier in der Sendung. Gesendet? Jetzt, wir sind hier wegen deiner EP himmeltraurig. Beim Bass war schon immer klar, er hat einen eigenen Stil. Und eigentlich auch sehr poetisch auf seine Art und hat sehr, sehr viel zu sagen. Es gibt auch keine Nachmacher, es gibt keine kleinen Basses. Er packt so eigenständige Flows aus, die man eigentlich teils noch nie gehört hat, die man wahrscheinlich nicht mal in Amerika finden würde. Und ist dabei halt einfach schonungslos ehrlich. Ich glaube, wenn jemand so authentisch Musik macht und mit so viel Liebe, dann kannst du die Person eigentlich gar nicht angreifen. Der hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere nichts gemacht, auf was er keinen Bock hat. Und das gehörst du in der Kunst, oder? Und das ist für mich schlussendlich auch Hip-Hop. Müll man nicht mehr zulassen, no. Jeder Mars seine Spritze, jeder Mars seine Schuhe so. Rauche Kette aus lauter Langweil. Gott ist mir langweil. Ich als Rapper habe mich verändert in dem Sinn, dass mir alles immer wie egaler war, immer wie freier geworden. Reimt sich. Scheißegal. Ich finde es tönt gut so. Also Selbstsicherheit im Umgang mit der Sprache, die ich einfach finde, das schreibe ich. Überlegen wir es gar nicht mehr gross. Das mache ich einfach. Das ist Band. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, das ist Band. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, das ist Band. Ich kenne extrem viel gute Grafiker, Illustratoren. Es würde mich wirklich lusten, auch mal ein Cover von so jemandem zu Hause, lässt man es nicht zu. Nein, es muss alles von mir kommen. Das ist mir sehr wichtig. Also, es ist wirklich so, ja, ich habe das Cover gemacht, der grafische Auftritt, der Banner, der dahinter ist. Und ich finde es so geil, wenn du eine Diskografie siehst und es ist alles so in einem ähnlichen Ding rein. Und es hat natürlich neben dem musikalischen auch noch eine grafische eigene Handschrift. Heute ist die Szene viel offener. Ich habe zum Beispiel immer extra Metal-Shirts gedreht. Ich habe das Rad nicht neu gefunden, nein, ich bin nach Reifen auf Schlitzen. Meine Jungs haben gesehen, Bass fang an und sechst einen Wichser. Während ihr im Club posen, die breiten Hosen, habe ich mir gesagt, lecker mit Bewitter, hey, geh Metal los. Ich hatte immer schon Mühe gehabt mit was darf sein und was nicht darf sein und so. Wieso zur Hölle entscheide ich mich für etwas, wo ich völlig frei drin bin, und will mir dann von irgendjemandem eine Regel aufstellen. Ich will nicht auf die Welt kommen, um möglichst gut etwas zu machen, das jemand besser kann. Sondern ich komme auf die Welt, um etwas zu machen, das nur mehr kann. Vor unserer Haustür liegt die Welt, wie ein frisch gemachtes Bett. Und ich springe drin. Ich komme nie an. Ich habe noch nicht den Song geschrieben, den ich finde, jetzt kann ich aufhören. So. Und das wird auch nie passieren. Sondern es ist eine stetige Suche nach neue Formen, neue Wege, neue Ausdrucksweisen, in andere Richtungen zu gehen. Und das ist auch das, was mich im Leben behaltet. Bei mir ist es eigentlich immer wie mehr geworden, immer wie eine grössere Leidenschaft. Also ich bin leidenschaftlicher Musiker, als ich das vor 22 Jahren war. Und das hört auch nicht auf. Und das finde ich schön am Ganzen. Servus, wenn immer neue, schau da hey, fliegt die Stille auf den Grill. Vor unserer Haustür liegt die Welt, wie ein frisch gemachtes Bett, und ich springe drin.